Nach wie vor Trauer und Entsetzen in New York nach einem regelrechten Horrormord. Die erst 18-jährige Studentin Tessa Majors war in einem Park in Manhattan ermordet worden bei einem Gang durch den Morningside Park in Harlem. Zu diesem Vorfall ist es in der Vorwoche gekommen. Allerdings, der Schock sitzt den New Yorkern tief in den Knochen. Natürlich, besonders schockierend ist auch, dass ein 13-Jähriger als mutmaßlicher Täter verhaftet worden ist. Angeblich wollte die junge Studentin Marihuana kaufen in dem Park. Sie wurde attackiert von dem 13-Jährigen und möglicherweise einigen weiteren Komplizen. Die Polizei recherchiert hier noch. Die junge Frau hat es dann schwer verletzt bis zum Rand des Parks geschafft, ist dort allerdings verblutet. Natürlich absolutes blankes Entsetzen über diesen furchtbaren Mord in New York, einer Stadt, die eigentlich in den letzten Jahren sicherer geworden ist. Das ist fast eine Erinnerung an die alten, schlimmen, mörderischen Zeiten von New York. Es kam zu einer Trauerfeier im Morningside Park in Harlem. Tausende Menschen sind gekommen. Natürlich wurde die junge Frau gewürdigt als ein Mensch, der sein ganzes Leben noch vor sich gehabt hatte. Sie hatte studiert an einem Prestige College an der New Yorker Columbia University, galt als extrem talentiert und begabt, besonders auch in der Musik. Und jetzt natürlich nach diesem furchtbaren Mord nichts als Trauer in New York. Die Polizei forscht nach wie vor nach weiteren Komplizen und es wird mit weiteren Festnahmen hier in New York gerechnet.